Hallo, willkommen zur nächsten Runde von Baldur's Gate 3. So, ich bin zurück in meinem kleinen Dörflein hier vorne. Da vorne müsste die Mission jetzt sein. Weiß nicht genau, bei der Steintür. Da. Eben auch im Händler noch gewesen. Morgenes Gemach. Aber oh, die Steintür war schon fett, ne? Also. Zerflor, da ist er. Zevlo. By Delt's virtue. The Blade of Frontiers? What's happened, Will? I paid the price of angering the wrong devil. Believe me. I understand better than most. A moment passes as Zevlor contemplates Will's words. He then turns his attentions to you. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Ja, das ist die Frage, ne? Die Lösung ist echt, das Ritual zu verzögern, oder? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Corga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Unsere Klerikerin schon wieder, ne? No, also, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes. Of course. Die Schattenherz, die mag grundsätzlich nichts, was auch nur irgendwie riskant ist. Seems like a good moment to talk. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Okay. Ich überlege jetzt gerade, ob ich eventuell die aus dem Käfig befreien kann, dass sie mich einfach führt zu ihrer Anführerin. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, aber ich will natürlich nicht, dass sie mir jetzt hier alle an die Wäsche gehen deshalb. Dass er die gerade nicht gefragt hat, den Kameraden danach. Das hat mich ein bisschen gewundert. Dann musste er ja nicht sagen, was man vorhat, der aus dem Käfig, wenn ihr euch erinnert. Also diese Tür da, ne? Ich meine, ich weiß ja jetzt, dass jemand drin ist hier vorne. She can't move, genau. Und die Tür ist zu. Also sieht es aus, als ob die Hilfe bräuchte. Aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen kann. Ich habe jetzt mal Probe gespeichert. Mal gucken. Moment, Moment. Ob ich nicht ganz unauffällig. Wir wandeln uns als einer von denen. Warte mal, die Gruppe soll bitte zurückbleiben. Ich bin ja jetzt eine von denen. Obwohl wir streng genommen vorher auch schon waren, ne? You've been spotted fiddling with that lock. Best fiddle with something else. Feels like we're all waiting to die. Kann ich nicht öffnen. Hm. Also ich kann es aufschlagen, die Tür, ne? Gar keine Frage. Ich befürchte nur, dass das auffällig sein könnte.
sense watchful eyes upon you. Perhaps some locks are better left unpicked. Genau. Mal sehen, was passiert. You damaged something that wasn't yours. You sense trouble brewing. You managed to calm the situation down. Though next time it may not be so simple. Ich bin dabei, euer Leben zu retten, also haltet mal die Klappe da hinten. Und der geht ja nicht gut, Mann, die brauchen wirklich Hilfe. This place is off limits. Leave. Hm. Einschüchtern. Naja, das ist die Wahrscheinlichkeit aber am höchsten, dass ich das schaffe, ne? Trotzdem, das klingt irgendwie vernünftiger da oben. Das ist so anstrengend. Ich habe ja diesen einen Zauber, den ich eigentlich machen kann, aber ich habe immer die falsche Person, ne? Die solche Gespräche führt. Man rechnet halt auch nicht damit. Dass so ein Test kommt. Ich habe ja gedacht, die braucht Hilfe und würde sich freuen, ne? Kein Fehler. You note her grimace of pain. Something is wrong with her legs. Damn it! Don't look at me like that. You can stay. Just keep your hands to yourself, all right? I'd just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion! From the old lady in the cave. The one with the lotions and potions. To her credit, it worked. I'm as strong as a bugbear. And fearless. Of course she also warned of side effects. Should have listened. Now I'm stuck guarding crates. Deadly serious. Still, the sooner this wears off, the better. Okidoki. Can't slow down. Gut, das Lager könnten wir jetzt versuchen zu plündern, ne? Aber das wollen wir nicht machen. Eine Abhandlung lesen. Lesen kostet ja nichts. Ja, genau. Also das wollen wir eh nicht klauen. Ich habe eben auch mal nachgelesen, hier gibt es eh nichts Wertvolles drin, aber es gibt eine Möglichkeit, hier einfach mal plündern zu gehen. Tatsächlich kann man die auch heilen, aber sie hat ja nicht mal nachgefragt. Also es geht wohl mit dem Zauber von unserer Madame hier. Da müsst ihr die aber umspecken. Schattenherz. Kannst du die Verkleidung ausmachen? Geht nicht. Also die normalen Zauber reichen, glaube ich, nicht. Ne? Da muss man was anderes machen. Damit das funktioniert. Ich würde die nur gerne heilen, weil, ne, ist eine gute Tat, aber wie gesagt, ich müsste dann umspecken dafür. Das ist, glaube ich, nicht wert. So, jetzt gucken wir mal. Ob das hier funktioniert. Ready to go? We're burning her name across the face of the world, we are. The absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Mm-hmm. Happily, lead the way. Okay. Beweistruhe. Okay. Die Frage ist, ob ich der jetzt einfach hier rausmarschieren kann. Also right on my feet. Rostiges Gefängnis. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre.
mit der jetzt durch die Haupttür zu gehen. Geht das wieder mit dem Hüpfen los, ne? Das wird böse enden. Hier sind die Schutzrune. Genau. Wie ich gerade sagte, das ist wieder so eine Schutzrune da oben. Da liegt Geld. Very odd. Ich habe gedacht, dass wir vielleicht hier rauskommen, aber das ist irgendwie. Also keine Ahnung, was das hier ist. Jetzt dadurch raushüpfen. Ob die da nicht Alarm schlägt? Also ich habe das Gefühl, dass das nicht funktionieren wird, aber... Let's see. Ganz unauffällig. Keiner gesehen. Was ist mit dir, du Zwerg? Kommst du? Niemandem was aufgefallen. Das fällt keinem auf. Okay, der wird gerade Alarm geschlagen. Kommst du mit? Zaza bleibt einfach stehen. Okay, man kann anscheinend nicht mit ihr einfach fliehen. Die bleibt einfach stehen dann. Your bad behavior caught this guard's eye. What do you have to say? Also wahrscheinlich braucht man sie noch nicht. Man geht auch ohne. Ich will es nur mitmachen. Ne? Darum geht es mir ja. Ich habe immer die falschen Leute dafür. Wie gesagt, wenn die andere Charakterin, die könnte das halt viel besser. Okay. You've convinced them. For now. But transgress again and no amount of talking will get you out of trouble. Das zweite Mal, ich das heute höre. Your rescue attempt has been noticed. Jesus. Choose your next move carefully. Ich weiß nicht, ob das hier gut kommt. Also immer wenn zwei Sachen sind, habe ich das Gefühl, dass das halt besser klappen könnte. Vielleicht sehr furchtsam und deswegen, ne, habe ich da einen extra Vorteil da. Wie gesagt, vielleicht auch völlig unbefreit, was ich hier mache. You and the goblin are free to go. Aber sie bringt mich halt, ne? In hoffentlich rein in das Lager. Und zeigt mir, wo ihre Königin ist oder die Göttin, wie sie das nennt, ne? Das ist halt mein ganzer Gameplan hier. What path lies before me? Okay. Und jetzt natürlich die Frage, wo das ist, ne? Genau. Da ist, glaube ich, alles gleichzeitig. Die bewegt sich jetzt. Also sie muss da unten hin, damit es getriggert wird, offensichtlich. Die Wachen jetzt da oben gleich ausflippen. Ich rede mal alle paar Sekunden auf, das Gefühl.
thought I was never gonna get out of there. Good to be free again, gotta say. Never break a promise, unless there's something in it for me. I'll introduce you to my whole tribe and put in a good word for you. See you at the camp. Sehr schön. Das war der falsche Weg, aber okay. While I'm at it. Also ich vermute mal, dass das Camp dann da ganz hinten ist. Dann müssen wir einfach mal diese Richtung runtergehen, uns ein bisschen südlich vielleicht auch halten. Mal sehen. Alles plündern. Guter Abenteurer. Hatte ich mit denen nicht schon mal gesprochen? Thought you was busy with the lads in Elson's Grove. Sucker punching strangers. That short bit, right? Der hat dich umgenockt. Bet you will too. Just like my mates here did. Contract cleverly left out, we'd be tits deep in these buggers. The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. Can show you where we turn back if you feel like dying. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Come on. We're wasting time. Kann man nicht doch looten? Na gut. Ja, irgend so ein Tempel irgendwo hier unten. Weiß nicht. Also ich will eigentlich jetzt mal diese Hauptmission der eher machen. Vielleicht ist aber auch direkt hier vor mir, also wenn es auf dem Weg liegt. Moonhaven. Ein lovely place. You spotted us. Good. It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. We got you surrounded. Here's how this goes. You take one step further, and we'll fill your front with arrows. Or you turn around, and your backside gets the same treatment. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Also überzeugen hat wohl nochmal Situationsabhängigkeitsvorteil. Das glaube ich immer am besten. Manchmal würde ich gerne wissen, warum das so ist, ne? Also da gibt es ja oft einen Grund für wahrscheinlich. Vielleicht, weil ich größer bin. Oh, suppose it's best to save our strength for a real threat.
Go on then. Just keep your nose clean. Okay. The whole village is falling to pieces. These goblins aren't exactly house proud as occupiers go. Wouldn't blame the gobs. Place looks like it's been abandoned a good while. Ich überlege jetzt mal, dass ich mit Schattenherz öfter vorgehe, hey, weil die bei solchen Gesprächen zaubern kann. Also zu ihrem normalen Zauber, kann ich nochmal einen Zauber like machen. Your way of thinking. Split any takings we find? Ah, da vorne gibt's einen Siegelkreis. Bin ich endlich mal am Wegpunkt wieder. Wahrscheinlich bin ich hier die ganze Zeit die falsche Reihenfolge eingegangen. Ich glaube nicht, dass ihr wertvoll Loot gibt, also wird es nicht jede Kiste mehr umdrehen. Aber den Krieger. Watch what you touch. Definite smells like weed. It's claimed, right? Just watch what you touch. Definite. Keep your paws to yourself and I won't cut them off. Die sind nett, die kleinen Viecher. Let's see what I can glean. Everything here is ours. Bugger off! On I go. Hm. Die sehen aus, als ob sie gefährlich wären unter Umständen. Punk, Lump der Erleuchtete und Chop. Good. Dwarf better. Dwarf sweet like honey. Sehr süß wie Honig. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sells our feast. Besides. Tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another tiefling prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Aber dieser eine Zauber, also dieser Charm-Zauber, vielleicht ist der auch AFK gerade. Charisma minus 1, 3 gewürfelt. Oh, Backe. Wir müssen mal gucken, was ein Charm-Zauber war, warum der jetzt nicht in der Auswahl war. Aber gegen die möchte man wahrscheinlich nicht kämpfen, wenn es irgendwie. Okay. I expect more than your word. Show me your flesh. Hmm. Yes, yes. The mark is unmistakable. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Ja, das ist kompliziert. Am I not astonishing? Ja. A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand, and you
A delicacy. Were I so lucky? I've no use for the Absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold, we check brand, good deal. No talk. Okay. Kann man die anheuern? I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Nachdem er für mich gekämpft hat, da kann man Geld sparen. Mit dem Fleisch der Gefallenen. Das hier ist ein bisschen tricky, ne? Der mir das übel nimmt. Aber ich habe ja nicht gelogen. Die hätte ja essen dürfen. A slip of the tongue. You meant to make a better offer, surely. $500. Das ist schon eine Menge Knete, ne? Die hätte ich tatsächlich. Die Frage ist, ob ich die brauche, ob ich wirklich ein ganzes Goblin-Dorf massakern will. Oh, but you do love to tease. We follow the scents of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Alas, not so much as a nibble. Food? No, not food. Ich hätte dich schon ganz gerne mitgenommen. Also, ich muss noch mal nachgucken, aber ich glaube, ich hatte halt so ein Zauber, die was geht. Und jetzt wahrscheinlich eh zu spät dafür, ne? Aber, die hatte halt irgend so ein Zauber Charming, oder wie das Ding hieß. Das war's eigentlich hier. Personen bezaubern. Eigentlich hätte das aktiviert werden müssen. Beim Gespräch unten. Weil das ist auch hier an, ne? Hier unten. Also, das hätte es eigentlich sein müssen. Aber ich denke mal, das wird jetzt nicht nochmal gehen. Ach so, das muss ein Humanoid sein. Die zählen nicht als Humanoid, deswegen hat das bei denen nicht gewirkt. Da wäre das halt extrem episch geworden. Und die kleinen Viecher, das zählt das wohl auch nicht bei den Goblins. Ja, ansonsten 500 Gold. Also wenn ich alles zusammenkratze, alle Leute, habe ich 500 Gold, aber das machen wir nicht. Also ich kann nur hoffen, dass ich keinen epischen Fight vor mir habe. Na gut, dann bringt das ja auch nichts mit dir zu reden, wenn da links ist. Ich lasse sie trotzdem vorgehen. Vielleicht kommt ja nochmal ein Mensch. This way. Looks familiar. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Better be careful. Those webs carry vibrations. Okay. Wir haben wohl irgendeine Art Dungeon gefunden. Ich vermute, dass es hier Spinnen geben könnte und lang kein Wasser mehr.
swift as my feet can carry me. Ich sehe nichts. Kokon aus Spinnenseide. Wollt ihr durchgehen? Das sieht so komisch aus. Es wäre Diebstahl, okay. Ich kann teleportieren, die Stimme. Hasenstimme, muss ich sagen. Treffer mit Gift. Wir haben Antigift bei. Was ist das denn hier? Die ganze Höhle ist aktiv. Gitterkap. Gefallen. Was heißt das? Nicht draufklicken. Dreidimensionaler Kampf auf jeden Fall. Die Spinnen scheinen auch immer ein bisschen squishy zu sein. Ach, das Netz auf dem Fußboden, okay. Macht die Bewegung ein bisschen schwierig. Die ist ja nicht so stabil, die Spinne, ne? Hat die noch einen Lebenspunkt über, nice. Wir haben den Blutrausch an, den Wolfsrausch. Wir gehen einfach in die Richtung, obwohl ich die Spinne da auch töten könnte gleich. Eingesponnen. Kann man das irgendwie lesen, wo man es dazu tun hat? So, wir brauchen Lebens. Also ich habe ein Gegengift gegen alle Gifte. Dann sind schon mal zwei Gifte weg. Die Frage ist, ob ich nicht mal einen Lebenspunkt mehr hätte. Machen wir mal gesegnet, dann kriege ich Rettungswürfe. Rettungswürfe. Also gesegnet ist vielleicht die bessere Lösung. Kann ich mich schon mal so ein bisschen retten. Ansonsten einen Pfeil oben rein, dass hier tot ist. Da kann die Wände einfach runterlaufen. Ah,
Also ich vermute, dass die Spinnen noch die gefährlicheren sind, ne? Von daher würde ich vielleicht mal bei denen bleiben. Aber die sind ja so weit oben, ist schwierig. Habe ich gerade selber 15 Schaden genommen von meinem eigenen Feuer. Komisch. Die Melisoren immer noch nicht tot. Ja, das ist im Spinnennetz immer noch da. Bringt wahrscheinlich auch nichts bei dem. Also ich glaube, mein bester Hit ist immer der normale Angriff dann bei solchen Fällen. Ne? Die anderen hier machen, glaube ich, nicht. Aber der ist eine Bonusaktion. Und wenn er benommen ist, treffe ich ihn danach besser. Ne? Wirklichkeitsbonus auf Rüstung würde er verlieren. Weiß man jetzt natürlich nicht, wie weit der mit Rüstung da arbeitet. Kritischer Fehlschlag. Bei 95% Wahrscheinlichkeit, die zu treffen. 95. Okay. Also wieder so ein Anfassding, ne? Ich nutze den so selten. Fokus Feier jetzt auszuschalten. Epischer Fehlschlag. Epischer Fehl, mit anderen Worten. Also was passiert, wenn eine Spinne da runtertritt? Time to press ahead. Mal der hochgehen wegen dem Deal. Genau. So hätte ich mir das ungefähr vorgestellt. So hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. War direkt tot inzwischen. Also nur die eine dumme Spinne da hinten, ne? Aber da muss man wahrscheinlich Fernkampf gegen anwenden. Kann man ja nicht mehr heilen jetzt. Gucken, ob ich hochspringen kann. Aber ne, geht nicht. Das wäre auch sehr geil gewesen. 10 Meter Sprung oder so. Ja, also da kommen wir nur im Schneckentempo an. Das heißt also am besten ja, hinlaufen dann. Ne? Geburten. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viele Schlachten schon hatte, wo ein Hunter, also irgendein Bogenschütze, mit diesem Handwerk versteht.
extrem viel besser gewesen wäre als alles andere. Eine Dornpalte hätte ich vielleicht sogar runterziehen können, wenn sie weh tut. Nein, das ist jetzt zu spät. Verteilen uns einmal gleichmäßig. Die ist ja gleich tot, die doofe Spinne. Jetzt von da? Sieht nicht so aus. Das dumme Vieh, ne? Geht doch. Jesus, war das eine schwere Mission. Wo du jetzt stirbst. That'll have to do. Genau. Sonst wäre jetzt im Gift gestorben. Hm? Ah, da war sogar noch ein Dings da unten von dem Skelett. Jetzt muss ich wieder so eine Schriftrolle leider nehmen. Okay, das dauert einen Moment. Ich habe einen Zaubertrank, links da, einen Ring gefunden. Wenn der Träger im Kampf maximal 50% der Trefferpunkte hat, erhält er eine Zuglangwucht. Ein Gefühl der Dringlichkeit sorgt für Ansporn, die Bewegungsrate betroffener Tour, Dauer um erhöht. Nice. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Ring. Sehr, sehr nützlich. Hat jetzt bei den Kampf von gerade wäre der auch sehr gut gewesen. Hat nur irgendwelche ursprünglichen Recken dabei. Genau. Wo liegt denn unsere Leiche? Ach, da oben, okay. Wer hat denn nochmal so eine Schriftrolle von uns? Ich hoffe, ich habe noch eine. Sonst müssen wir die Leiche da liegen lassen. Ach, nee, echt jetzt? Da wiederbeleben, genau. Eingesporen, boah, ist das eine dreckige Höhle. Also ich muss mal ein paar von diesen Schriftrollen kaufen. Das sind, glaube ich, die letzten beiden, die ich habe. Irgendwie. Geht das gerade nicht? Könnt ihr mal aufhören, auf Karl rumzutrampeln? Irgendwie geht das nicht. Die ist blockiert. Die kommen halt nicht aus den Dingern raus. Okay. Take your fading fast. I must heal. So, dann machen wir das Ding. Have to do. Alles klar. Also die Höhle ist ein bisschen gefährlicher gewesen bisher. Ist die Frage, ob da noch mehr kommt, ne? Ob das schon alles war.
Noch so ein Fight wäre wahrscheinlich unangenehm. Goblins liegen da auch Tote rum. Also vielleicht mache ich nochmal ein großes Lagerfeuer. So, wir sind frisch und wie neu. Jetzt frage ich mich, ob ich eine Öle nicht eben verirrt habe sogar. Kann man dann hochklettern. Also gehen wir in die nächste Kappa links da rein. Da sind ein paar Spinneneier. How much further can I go? Okay, das ist die größte Spinne der Welt. Stärke 5. Man kann irgendwie rundenbasierend machen, ne? Genau, dann hat man nämlich jetzt mal Zeit. Dann kann ich mir angucken, was die kann. Geschicklichkeit ist sehr episch. Charisma hat sie nicht so viel, Intelligenz auch nicht. Resistenz gegen Gift. Dunkelsicht. Okay. Also das wäre eine Spinne. Upala. Und da unten wäre eine Reihe von Spinnen, zwei Stück. Aber die können ja eine Sekunde oben sein. Die Frage ist halt, ob ich diese Eier wirklich brauche. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass man die töten muss. Also im Zweifel ist das immer richtig. Es gibt aber vom Gelände sonst keine strategischen Vorteile. Wenn ich oben bin, bin ich oben. Wenn ich unten bin, hätte ich ein Problem. Wenn die Frage, ob mit der sprechen kann, mit dem Tierchen. Ätherischen Ebene. Dass die unter einem Dorf gelebt hat, irritiert mich halt, ne? Das ist ja die Frage, ob wir deren guten Fight hier führen würden. Also kann man mit der sprechen oder nicht? Das wäre die Frage. Ist ein Raubtier, ne? Also mit Tieren sprechen wäre wohl eine Option. Nicht sicher, ob die plaudern will. So, ich habe jetzt mal mit Tieren sprechen hier. Mache ich jetzt mal an. Und dann wird das nicht funktionieren, vermute ich. Genau. Aber ich wollte mit ihr sprechen. Also man kann mir das, glaube ich, nicht vorwerfen. Na gut, jetzt stehe ich halt hier vorne im Spinnennetz. Wenn wir die reden, geht wahrscheinlich nicht. Steady now. Wenn ich da drauf gehe, dann kann ich wieder nichts machen. Out of sight. Gift immun ist sie auch. Gegengift auf die Wache ist wahrscheinlich dumm. Mit streng genommen ist das ihr Bau. Es gibt keinen Grund, die zu töten. Ne? Das muss man mal so sagen. Man muss es einfach mal so sagen. Wir sind hier der Böse. Ja, Gift klappt dagegen nicht. Also wenn, wäre das so eine klassische Druffhau-Geschichte. What path lies before me? Dann hat sich jetzt zwei rechts rumgehen und zwei links rumgehen, falls sie sich die ganze Zeit teleportiert. Die macht gar nichts, die Spinne. Okay. Oh, da kommt sie. Oh, kleine Spinnentierchen. Ich befürchte fast, dass ich sie wieder genommen habe. Okay,
genau, mit Vorteil drauf knüppeln. Zwar nicht die beste Waffe, aber wenn das Ding weg ist, haben wir schon mal viel gewonnen. Nochmal zuschlagen. Also ich vermute, wenn ich jetzt dahin laufe, dass die halt einfach wegspringt. Ne? Für die kleinen Vierchen braucht man wahrscheinlich so ein bisschen Flächenschaden am Boden. Hohe Verteidigung. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Also mein Verdacht ist, dass ich mich da übernommen habe. Verloren von der kleinen Variante, ne? Die ist eingesponnen, scheint ein Riesenproblem zu sein. Laufen, okay. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und die Zauber sind auch nicht einsatzbereit. Also den Kampf kann ich vergessen, das kann nicht funktionieren. Wobei, die müssen eigentlich einsatzbereit sein, wo Pech nicht funktionieren. Weil ich schon angegriffen hatte diese Runde. Ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich doch eben eine lange Übernachtung gemacht. Und die kleinen Tierchen, da kommen sie. Ich bräuchte halt, um eine Minispinne zu töten, halt einen Schlag, ne? Ja, das kann nicht klappen. Also, ich überlege mir das nochmal, wie ich das anstellen will und lade den Spielstand dann neu, aber das wird nicht klappen. Beim nächsten Videoteil weiß ich es dann hoffentlich. Bis dann, ciao, ciao.